Du bist schon lange in der Kolonie, Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Einer der Ersten und trotzdem erntet er jetzt hier irgendwie auf dem Reisfeld den Reis. Also, da hätte er doch mehr draus machen können. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Das klingt hier eher wie so eine Sklavenkolonie. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Oder ist einer nicht gerade königsfreundlich? Noch ein Bauer. Das meiste hier sind ganz normale Bauern. Mit denen lohnt es sich nicht zu reden. Und wen haben wir dort? Auch ein Bauer. Gut. Dann gehen wir mal weiter zurück. Auf die nächste Ebene. Ich denke, hier gibt es noch den einen oder anderen, der uns hier ein bisschen was erzählen kann. Mit dem haben wir schon gequatscht. Bauer. Rufus und ein Bauer. Da sprechen wir jetzt mal mit Rufus. Hallo Rufus. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Na, das verstärkt den Eindruck einer Sklavenkolonie hier. Muss wohl jemand mal den Schlägern selber mal Schläge verpassen? Wer ist der Reislord? Er war einer der Ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Na, da ist aber einer nett, auf den Reislord zu sprechen, aber wen wundert's? So, hier haben wir auch nur noch Bauern und dort oben sind wohl die beiden Schläger. So denke ich mir jedenfalls. Ich werde hier erstmal speichern. Da die vom Equip ähnlich aussehen wie Mordrak, muss ich mich mit denen am Anfang hier wirklich nicht prügeln. Vor allen Dingen nicht mit beiden gleichzeitig. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Okay. Lieber so als auf die brutale Art und Weise. Hallo Reislord. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. So, kriege ich nochmal Wasser? Ich glaube, das war hier der Bug. Ja. Unfassbar.
Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Flaschen Wasser und dann werde ich den Bauern hier ordentlich Wasser geben. Was mache ich jetzt noch dreimal? Einmal. Ich glaube, Wasser ist aber auch nicht besonders viel wert. Zweimal. Na komm. Und das dritte Mal. So, wie viel Wasser haben wir jetzt? 72 Flaschen. Ja, es lohnt sich nicht wirklich, diesen Trick anzuwenden, weil halt eine nur 3 Erz wert ist. Hier haben wir auch noch einen Schläger. Hier haben wir einen Bauer. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Keine Ursache. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Das ist echt eine nette Begrüßung. Hey, willst du aufs Maul? So. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ja, die haben immer den Standardspruch, wenn man den Wasser gibt. Und dann immer Ewigkeiten diese Animation, ne? Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Ja, wenn einer so stark zuschlagen kann, dann kann er mir das doch mit Sicherheit beibringen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Mhm. Zur Selbstverteidigung, um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein, dafür werde ich dir nichts beibringen. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Nein. Nein. Dachte ich mir. Tja. Ein Bauer auf dem... War eine Frage, wozu? Tja. Das, wird sich noch herausstellen. Was haben wir hier? Nur noch einen weiteren Bauern. Lefty schickt mich. Einmal Wasser für dich. Das ist die dritte Flasche, die ich verteilt habe. 12 muss ich verteilen. Die dritte Flasche. Hallo, Aquacongas. Die vierte Flasche. Das nervt mit dieser Animation hier. Es ist mega überflüssig. Danke, Junge. So, dann einmal hier runter. Lefty schickt mich. Die Nummer 5. Das ist jetzt nicht besonders spannend für euch. So, hier die Nummer 6. Ich hoffe nur, ich bekomme hier EP für. Ansonsten wäre das hier ja mega Zeitverschwendung. So.
So, Rufus hat auch noch nichts bekommen. Das war Nummer 7, ne? Dann kommt hier Nummer 8. Ja, ja, trink, mein Guter. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Oh Gott, dort ist der 9. Einmal Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Das klang aber wirklich verzweifelnd. So, hier Bauer Nummer 9 oder 10 ist das. Lefty schickt. Kann ich ja gleich mal nachgucken. Ich hatte 72 Flaschen, ne? Ich müsste auf 60 runtergehen. Danke. Also noch 2 Stück verteilen. Dann bist du einer der Auserwählten. Und dann noch der letzte. Der letzte, wo ist er denn? Wen nehmen wir denn? Nehmen wir den mit Namen. Wo ist er denn hier? Pock. Lefty schickt mich. Komm. Runter damit, mein Freund. Alter, die haben alle solche Bizeps, ne? Das ist unfassbar. Das vom Reis pflücken. Die müssten eigentlich alle stark zuschlagen können. So, ich speichere hier. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nicht, dass der mich gleich trotzdem versohlt. Hey du, gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Ja, ja. Bestimmt. Ah, Idiot, als ob er klar. Wie kann der davon ausgehen, dass ich das jetzt tatsächlich... Warte noch kurz. Bringt mir das Lebensenergie? Ja, tatsächlich. So ein bisschen, aber das dauert Ewigkeiten, bis man das konsumiert hat. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir. Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Lee, also mit dem sollten wir dann auch nochmal sprechen. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Na, wenn sie das sagen. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Noch offensichtlicher, wo ist denn der Erzhaufen? Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Tja, das ist ärgerlich, aber da kommt man bestimmt irgendwie nochmal später dran. Was ist mit dem Rest der Leute? Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen.
Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde Sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Na, der hält viel von den Banditen. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Pass auf deinen Rücken auf. Alles klar. Gut, Leute. Dann werde ich jetzt hier an dieser Stelle auch erstmal wieder pausieren. Im nächsten Part schauen wir uns dann hier mal genauer um. Ich glaube, hier gibt es einige Sachen zu entdecken. Und bis dahin macht's gut. Ciao.